Wir sind heute im Zentrum in Feldbach und es geht heute um Kleidertausch. Was das genau bedeutet, das zeigen wir euch jetzt. Entschuldigung, darf ich da eine Frage stellen? Wie findest du das Projekt, dieses Event da heute? Ich finde das Projekt sehr gut. Ich bin sowieso eine Second-Hand-Käuferin und mir ist es wichtig, dass die Schadstoffe draußen sind aus der Kleidung. Und ich finde es perfekt, wenn jemand das weggibt, der andere findet es. Mein Sohn sagt immer, der Krimskrams des einen ist der Schatz des anderen. Hallo, servus. Da bin ich, hallo. Du hast ja schon ganz viel eingemacht. Wie gefällt es denn da? Gut. Hast du ganz schöne Sachen ausgesucht? Nein. Nicht so schöne? Keine. Oje, du findest nichts. Naja, dann musst du unbedingt noch weitersuchen. Vielleicht ist ja doch das eine oder andere Teil noch dabei, gell? Tschüss, Papa. Ich finde es total klasse. Wir kommen jedes Jahr her und tauschen unsere Klamotten, was wir zu viel haben, und schauen, ob es was Neues gibt. Hallo Mädels, habt ihr schon was gefunden? Ja. Und was? Füllhalt. Hast du auch schon was gefunden? Ja. Entschuldigung, darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Gerne. Und zwar, wie gefällt Ihnen diese Idee da heute? Wunderbar. Ich kenne diese Veranstaltung von Anfang an und es war am Anfang wirklich in einem kleinen Rahmen und jetzt ist das schon riesig. Es füllt das ganze Zentrum aus und ja, es ist eine gute Idee. Du bist ja die Veranstalterin dieses tollen Projekts da. Ja, also wir haben damals in Rabau begonnen mit der Stefan eben vom Stoffwechsel und wir haben als Gemeinde und jetzt eben Stadtgemeinde Feldbach und wir machen das jetzt zum 12. Mal. Und es wird immer größer, wie man sieht. Wir haben in Rabau in der Halle begonnen, dann da heraus. Jetzt haben wir drinnen auch schon. Und was mir am besten gefällt heute, ist wirklich, dass so viele Leute, verschiedenste Leute, es wurscht ob alt, ob jung, verschiedene Schichten und ganz lustig. Entschuldige, du bist einer der ganz, ganz wenigen Herren da heute in dem Publikum. Suchst du da heute auch was für dich oder eher für die Freundin? Ich bin eigentlich nur mitgefahren wegen meiner Freundin. Hallo, Entschuldigung. Hast du schon was Passendes heute gefunden oder sollen wir eher suchen helfen? Ich habe noch nichts gefunden, nein, danke. Noch nicht? Brauchst du Hilfe? Ich glaube nicht. Okay. Darf ich da dann noch eine Frage stellen? Und zwar, denkst du da ab und zu drüber nach, unter welchen Umständen die Kleidung produziert wird heutzutage? Ja, schon. Wie geht's einem da? Naja, deswegen sind wir da. Darf ich dir auch noch kurz nachrennen und dir fragen, wie dir diese Idee da heute gefällt? Ja, ich finde es super. Es wird ja viel zu viel weggeschmissen. Also ich glaube, das ist nicht so schlecht. Das heißt, du unterstützt es da sehr gern? Ja. Magst du uns ganz kurz erklären, was ihr da genau macht? Meinst du beim Kleidertauschfest oder in unserem Geschäft? Beim Kleidertauschfest. Ah ja, also beim Kleidertauschfest geht es uns wirklich um die Nachhaltigkeitsgedanken. Wir wollen einfach ganz viel Kleidung vor dem Müll retten, weil wir einfach glauben, dass alle Leute viel zu viel Mode einkaufen und sie dann auch leichtfertig wegwerfen, obwohl ihnen oft gar nicht bewusst ist, was da für ein langer Prozess dahinter steckt, bis was fertig produziert ist. Und so freuen wir uns, dass die Leute eben ihre schönste Kleidung vorbeibringen und dann auch wieder so viel wie möglich mit nach Hause nehmen. Das schont natürlich eben das Geldbörserl auf der anderen Seite und auf der anderen Seite leisten die Leute einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit dadurch. Du bist einer der wenigen Buben da herinnen. Was treibt dich hierher? Die Mädels oder sind es doch die Kleidungsstücke? Nein, meine Schwester arbeitet da und ich bin halt mitgefahren. Darf ich euch fragen, was eure Aufgabe da heute ist? Ich halt gleich einfach einmal so, Chefin. Ja, hallo. Wir machen eigentlich die Änderungen heute. Die macht es einfach so. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel da irgendwas aussuche und es ist mir zu groß, dann komme ich zu euch und dann macht sie das einfach. Genau. Oder eben wie da haben wir halt ein Dirndl gewandt, das ist zu lang und deshalb müssen wir das kürzen. Ich finde das ganz toll, dass es das gibt, ja. Wie oft waren Sie schon da bei so einem Projekt? Einmal voriges Jahr im Frühling und jetzt wieder. Haben Sie sich da ganz viel gefunden oder eher nicht so? Ja, ich habe ein paar Sachen gefunden, ja. Wer Freude gehabt, ja. Entschuldigung, darf ich euch da beim Sortieren kurz stören? Und zwar ist ihr hier, habt ihr da schon ganz viel eingemarktet heute. Wie gefällt euch dieses Event bzw. diese Idee, die da heute dahinter steht? Ehrlich gesagt, ganz, 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 ganz tolle,
tolle Initiative in diesem Sinn, dass warum müssen wir was wegschmeißen, wenn ich kann jemand noch einmal benutzen. Und wir sind schwanger und jetzt suchen wir nach was Kleines und das echt macht Sinn, so eine Initiative. Und echt herzlichen Dank. Hast du schon selbst da was ausgesucht? Ja, meistens sucht die Mama aus. Also die Mama ist auch da. Hat die Mama schon viel ausgesucht? Ja. Ist der Papa auch da? Nein, der Papa ist nicht da. Das haben wir uns gedacht. Danke. Super. Denken Sie ab und zu auch noch, unter welchen Umständen die Kleidung produziert wird, oder schauen Sie da eher auf den Geldbeutel? Nein, es geht in erster Linie um die Umstände, weil ich vermittle das auch meinen Schülern als Lehrerin und da möchte ich als Vorbild vorangehen. Kleidertausch, tolle Idee. Und ich werde mir jetzt auch ein bisschen umschauen. Günther, legt die Kamera weg. Gehen wir. My friend.